Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir werden heute hier diese Siedlung hier ein bisschen auf Vordermann bringen. Und ja, was brauchen die denn eigentlich? Ich habe diesbezüglich auch ein bisschen was zu essen mit hergebracht. Also zum Anbauen eben. Ja, Wasser. Ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal mit Wasser an. Und zwar... ja, die sind durstig. Es sind 10 Leute hier und ich glaube, wenn wir hier Wasser haben für 10 Leute, ist es, glaube ich, gut. Ich hoffe, dass es so passen tut. Ja. Ich würde mal sagen, oder machen wir das so her? Wie können sie denn das Wasser beziehen? Ich weiß, aha, ich sehe schon. So. So wäre schlau. Nachdem das aber ein... Ja, ich denke so. Warte mal. Warte, stopp. Ruck. Na, höher. Warte mal. Ich stelle es mal so ab. So. Also ein bisschen nachstellen. So. Ein bisschen niedriger vielleicht. Nein? Ja, vielleicht. Nicht ganz das Wahre. So lieber. Warte mal. Vielleicht können wir hier noch was machen. Also sprich, heute haben wir wieder eine wunderschöne Baufolge. Ist da, müssen die eigentlich daher? Na, ne? Nö. Das passt schon so mit dem Wasser. Oder ich setze das Wasser, warte, dort hinten ans Feld. Zu den Feldern hin. Hier irgendwo her. Das wäre, glaube ich, sogar noch gescheiter. Weil hier drüben wollte ich ja die Felder machen. Oder ich mache es hier hin. Ich glaube, ich mache es dahin, das Wasser. Nur nicht so hoch. Ja, ist hier die beste Möglichkeit, ne? So, Wasser. Strom. Her von und zu Generator. So, wie machen wir das jetzt am besten? Na, das reicht so nicht, ne? Warte mal, warte mal. Kann man da vielleicht so? Kann man da das vielleicht irgendwie so? Na, nicht wirklich, ne? Warte, vielleicht aber mit sowas. Irgendwie? Vielleicht so? Vielleicht so? Oh mein Gott, wie schaut denn das aus? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ich meine, das war mit Absicht. Jawohl. Genau. Ja. Ah, schön. Na, komm. Das hat doch gerade vorhin passen wollen. So, vielleicht. Nein, um Gottes Willen. Entschuldigung. So. 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 Ja. Nur ist selbstverständlich der Strom zu wenig. Das bedeutet... Ich muss da mal rauf. Ich verschrott dich mal. Ich weiß, sehr freundlich. Aber da kommt ein großer Wascher hin. Ein großer Wascher. Und zwar der da. Wenn er passen tut. Okay, da oben passt er nicht. Warte mal, kann ich hier noch... Gut, das kann man verbinden. Das ist gut. Jetzt wäre es doch toll, wenn du weiter daher passen könntest, du Kerl. Ah, das wird nichts, ne? Wenn ich ihn drehe. Wird nicht besser. Warte mal. Dann lassen wir den mal kurz da stehen. Vielleicht so weit rüber, wie es geht. So, warte mal kurz. Da wird uns schon was einfallen. So, der große Kerl. Hätte der da Platz? Na, der ist viel zu groß, ne? Naja. Warte, tauschen wir mal. Komm du mal mit. Stellen wir dich mal als Wasserdingens mal kurz daher. So. Den Generator.
Hat der vielleicht... Aha, der hätte Platz. So hätte er gut Platz. Ja gut, dann stellen wir den, verbauen wir den eben, verbauen wir den da. So, na komm, hallo. Verbauen wir dich einfach. Geht's noch ein Stück zurück? So, so. Wir verbauen dich... Aha, nein, warte. Das nehmen wir. Das verschließen wir so. Na, so will ich das nicht haben. Die sind verbunden. Und die sind verbunden. So. Und jetzt vielleicht das Wasser. Noch ein Stück zurück. Keine Ahnung, ob das was gleich schaut, ehrlich gesagt. So, durch die Tür kommt man durch. Oh. Wird nicht allzu schlecht ausschauen. Wir müssen halt ein bisschen platzsparend arbeiten, ne? Na, warte, so. Ich glaube, das könnte so gehen. Da kann man Glas Wasser holen. Und dann versuchen wir hier. Ah, das kann man wegreißen. Echt? Und was verbirgt sich dahinter? Ach so, das ist Schlafplatz. Na, das will ich ehrlich gesagt nicht wegreißen. Mm-mm. Oder umstellen. Aber das Zeug hier, eventuell. Da könnte noch jemand schlafen. Na, Bramim, steckt schon wieder fest, ha? Das können wir zu einem Stall umfunktionieren. Naja, auf jeden Fall, nein, du sollst das nicht ins Ding legen. So. Das hätten wir mal. Schön. Wie schaut es mit Ressourcen aus? Und zwar hier. Wir brauchen ein Beet. Mehrere Beete wahrscheinlich. Ein Gartenbeet. Ob ich da zwei nebeneinander hinbekomme, kann ich nicht versprechen. Ich denke nur eins und ich werde es, denke ich, mal so machen müssen. Dass man auch rankommt oder zumindest so oder so. Oder so oder so. Verstehst? So oder so. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren. So. Dann haben wir hier Essen. Ja. Wird das am Boden auch noch wachsen, der Kürbis? Ja, eigentlich schon. Warte. Mal schauen, ob es überhaupt funktioniert dann, ne? So. Dann würde ich sagen, den Kürbis. Wenn er sich ausgeht, nanu, möchte ich gerne da drüben, ehrlich gesagt, haben. Ich wollte ihn eigentlich so. Oder ich baue hier den Mais an. Und den Kürbis davor. Warte mal, tu mal den Kürbis daher. Flaschenkürbis, so. Oder ich mache hier noch besser. Da. Und das Klingenkorn, wenn es passen wird. Nanu, ich glaube, das ist zu groß. Probieren wir das kleinere. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das wird schon ungefähr so, wie ich es haben möchte. Oh ja. Das schaut nicht so schlecht aus. Das zweite vielleicht auch noch. Da muss der Kürbis entweichen. Ein Stück. Wir könnten aber auch hier was anbauen, ne? Hier so am Eck. Das können wir auch machen. Wollen wir es mal so. Warte mal, habe ich da noch was liegen gelassen? Eine Splittergranate, okay. So, wie wäre es noch mit mehr Klingenkorn? Da so im Eck vielleicht, so? Ja, das schaut auch nicht so schlecht aus. Ein drittes vielleicht noch. Aber wohin? Da wäre es gut. Ma, das passt echt. Ich bin entzückt, meine Lieben. Ich bin entzückt. So, da war's. Da war's. Den hätte ich gern da. Wie das passt. Ich glaube, ich bin, das passt echt. Wenn ich nochmal den gelben Punkt anfinde. Da. Vielleicht noch eine andere Variante vom Warz. Irgendwie würde das gehen, bitte. Ja. Noch etwas näher vielleicht. Na. Aber hier war ein Punkt. Den nehmen wir gern. Und vielleicht hat der dritte ja noch hier Platz. Das wäre ein Träumchen. Ich glaube, das geht echt. Warte, da war kurz gelb. Ein Stück drüber noch. Da. Boah, ich glaube, ich bin. Das passt echt super. Fisch. Leute, das ist echt Fisch. Du bleibst mal da.
Halt. So. Brav. Gleich mal eingeteilt. Na super, das schaut echt nicht schlecht aus. Dann hätten wir noch einen Kürbis. Vielleicht geht der hier noch hin. Naja, okay, dafür baue ich mir eher den Weg. Da drüben würde ich mir auch eher den Weg verbauen. Und hier ist blöd wahrscheinlich, ne? Ein bisschen blöd. Hier den so herbauen. Dann wenn schon, dann ganz da hinten, ne? Oder mehr so am Rand. Aber ich glaube, das wird nichts. Kürbis sage ich, Melone, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist natürlich eine Melone. Die wird hier ziemlich alles brauchen, ne? Es ist schon bald wie Unkraut. Aber warte, vielleicht geht das sich so aus. Und jetzt noch dazu. Die Karotten. Wenn die sich noch ausgehen würden, das wäre echt schön. Aber ich glaube, das kann ich mir schon aus den Haaren schmieren. Karotte, nix gut. Hier vielleicht Karotte, nix gut. Kann man das hier vielleicht noch, um Platz zu sparen, wird sich das ausgehen? Na, das ist echt ein Topfen. Warte, das ist gerade ein Topfen. Du brauchst zu viel Platz. Was, ich? Ich doch nicht. Doch, du. Genau du. Da wäre halt auch gut, wenn er Platz hätte irgendwie. Warte mal, tauschen wir mal. Ich probiere was. Schau so. So ein bisschen ein Stück davor. So, dass man noch gerade so gehen kann. Jetzt kommt nochmal der von und zu Melone. Melone. Ja, jetzt spinnt wieder die Melone rum. Melone? Wo ist die Melone hin? Ah, da ist Melone. Entschuldigung. So, Melone. Du würdest, du solltest bitte hier hin. Hä? Dann halt zuerst Melone. Herrschaftszeiten. So. Ja, das muss ja alles, passen. Geht jetzt überhaupt weg? Oder ist die Walter jetzt einfach... Jetzt vielleicht, ne? Weil die in Behandlung, genau, bearbeitet worden ist. Das wäre jetzt echt doof, wenn die Melone nur hier Platz hätte. Die muss doch hier gehen. Wenn so ein kleiner Flaschenkürbis hier Platz hat, warum die Melone da nicht? Weil sie größer ist. Stimmt, da hast du recht. Weil sie größer ist. Das gibt's ja nicht. Aber nirgendwo Platz haben. Dann muss sie wohl über doch dort bleiben. Schlecht. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Naja, was soll's. Was soll's. Gibt Schlimmeres. So, dann machen wir eben die Karötchen. Die Karottis. Einen Mais haben wir auch noch. Okay, vielleicht hat er noch hier Platz. Oder hier. Im Eck. Mm-mm. Na. Hier vielleicht noch. Ich meine, auf dem Stein ist schlecht, ich weiß. Oder ich lasse den einfach. Weißt du was, den lasse ich weg. So. Karotten, genau. Da waren wir. Karotten. Vielleicht gehen sich die ja, also ein paar vielleicht hier aus. Und hier vielleicht noch eine? Na. Nö. Warte. Ich baue dich nochmal um. Du kommst hierher. So, dich bauen wir jetzt so schön. So. Das gefällt mir. Und Nummer 3. Noch irgendwie? Da? Ich hätte sie gern mehr da oben, ehrlich gesagt. Ja, würde sogar hinhauen. Da wäre sie halt super, ne? Da so. Aber da geht halt gar nichts, ne? Vielleicht auch nur 2 Karotten machen. Machen wir nur 2 Karotten. Und dann haben wir noch. Flaschenkürbis haben wir schon. Ich würde sagen, die hier noch. Irgendwo so ein Strauch. Hingepflanzt. Beim Wasser.
Schaut das nicht blöd aus? Gehst du vielleicht hier rauf noch? Na, kannst vergessen. Das ist ja viel zu groß. Aber vielleicht sollten wir es ja nicht unbedingt hierher tun. Vielleicht hätte ja noch woanders Platz, ne? Hier zum Beispiel. So ein bisschen Begrünung vielleicht. Da wollte ich die Bramims hinsetzen. Vielleicht hier noch so. So vielleicht. Da oben. Na, da geht nichts mehr, oder? Doch da wird noch was gehen. Das nicht dumm ausschaut. Ich probiere es jetzt mal. Vielleicht schaut sie gar nicht so deppert aus. So, auf jeden Fall brauchen wir noch zwei Fressnäpfe für... Fressnäpfe, ha, für Bramims. Ich hoffe, ich stelle das richtig auf. Den ersten mal hier hin. Den zweiten würde ich eigentlich liebend gern da drüben. Also, schau mal, wo sie hingeht. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Den zweiten wollte ich eigentlich gleich daneben hinstellen. So eigentlich, dass die beiden mal schön im Eck sind. Ja, die kicke ich gleich mal den Ball weg, ne? So, meine Gute, du kannst auch dahin. Ja, ich glaube, sie will schon irgendwie. Okay, die hat einen Schaden. Okay. Scheinbar hätte einer gereicht. Wurscht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Betten und wir brauchen Schutz. Okay. Ja, so ein Bett, ne? Ist schon mal eine Sache. Wo könnte man da noch was hinbauen? Hm, hier vielleicht noch eins rein. Da so seitlich. So eine Schlafmatratze. Schlafmatratze. So. Matratze. Sowas vielleicht? Vielleicht noch hier so rein. So. Dann boah, da brauchen wir so viele Betten. Wo soll man die alle hin platzieren? Puh. Da kann man auch durch, ne? Ja. Für so viele Siedler ist der Ort hier eigentlich schon zu klein. Viel zu klein eigentlich schon. Vielleicht kann man hier unten drunten, kann man da was hinbauen? Kann man da schlafen? Würde das möglich sein? Ich glaube echt. Ich meine, geschützt wäre er ja, ne? Ach, da oben geht es nochmal auch rauf, ne? Warte kurz. Hubala. Die Stiege leicht verfehlt. So, würde hier noch was gehen? Wenn ich die Kiste jetzt wegräumen, du kurz. Würdest du bitte mitkommen? Nix da. Verwerten. Muss ich kurz mal machen. Wenn man jetzt angenommen. Hm, wie tut man am besten? Ja, bin ganz deiner Meinung. Wenn man jetzt angenommen. Hm, die vielleicht so her tut. Wie willst du das so viele Betten hinkriegen? Das ist ja arg. Und dann den zweiten. Daher. Würde das gehen? Hätte der Platz? Nö, ne? Da. So hätte er Platz. Und so? Wenn man ihn so legen würde? So? Würde das gehen? Ich hoffe, dass das geht. Wie willst du da, echt, das ist voll arg ein bisschen. Wie willst du da so viele Siedler unterbringen? Wir haben jetzt wie viele Betten? Vier erst, bräuchte man noch sechs. Ja. Warum nicht? Ja. Puh, dann würde ich sagen, die Kisten, die sind leicht im Weg. Die bauen wir ab.
Da müssen Betten her, sonst geht sich das nie im Leben aus. So, wieder so zwei. So. Ich weiß, das schaut alles ziemlich schäbig aus, aber ich, keine Ahnung. Wie man das ein bisschen schöner, mein schöner geht es immer, ne? Bauen wir mal einfach die Sachen hin, die wir brauchen. Jetzt wird man noch vier Betten brauchen. Ich hau das mal weg. Verwerten. Du kommst auch weg. Na, das lassen wir so als Schutz. Aber ob wir da jetzt was Gescheites hinkriegen, das ist die Frage. Ich probiere jetzt einfach mal hier. Was? Nein, um Gottes Willen, warte mal. Ich probiere jetzt einfach mal hier. Beton habe ich jetzt keinen mit, ne? Da muss das mit Holz funktionieren. Beton habe ich jetzt keinen, ne? Oder doch? Hätte ich? Ich habe mit. Ich glaube, ich bin. Ich habe mit. Ich tue haben mit. Aber der hat nicht Platz, ne? Scheißendreck. Der hat nichts Platz. Ach, das wäre jetzt auch zu perfekt gewesen. Das wäre auch zu schön gewesen. Mist. Können wir mit dem Holzboden was machen? Alle gleiche Norm, ne? Ja. Super. Können wir dann hier wenigstens ein Dach noch machen? Irgendwie anklipseln ein Dach, dass man hier... Da drüben könnt ihr was. Aha. Aber da geht natürlich nichts. Oh, hoppla, was habe ich jetzt gemacht? Da geht natürlich nichts, ne? Da kann man nichts machen, oder wie? Nein. Na. Großartig. Dann könnte ich nur versuchen, hier noch eine Matratze herzutun. Ja, das wird sogar gehen. So ganz an der Wand, dass sie ein bisschen geschützt ist. Da müssen aber zwei Platz haben. Einmal. Und zweimal. Kann man hier hingehen und gute Nacht. Entschuldigung. Ich musste mal kurz husten, wieder einmal. Entschuldigung. Ja. Gut. Die tun wir weg. Die Tonne. Die würde ich gerne woanders hinstellen. Oder eine zweite haben, besser gesagt. Wenn man die der längst nach hinstellt, könnte man hier vielleicht noch eine herbringen. Dann hätten wir drei hier. Also die dritte dann halt so. Vielleicht. Ich muss was probieren. So leicht schräg. Na, so schräg. Platzsparend bauen, ey. Das ist hier echt, echt ein Motto. Da, Schutz vor allem auch. Den werden sie auch noch brauchen. Warte. Warte. So. Ich möchte es mal so probieren. Und wenn ich die jetzt da längst nach noch hinstelle, so, zwei, dann müsste das theoretisch ja gehen. Theoretisch, wie gesagt. Noch ein Bettchen. Nein, so. Ja, das klappt wirklich. So. Das klappt wirklich. Ich glaube, ich bin. Es schaut wirklich, vor allem der schaut nicht schön aus. Der ist so mehr so ein Schwebi. So, ich schwebe mal dahin, ne? Der schwebt ja auch. Das ist mir vorher besser gefallen. Käse, verdammt. Käse, verdammt. Wenn ich den da so noch herpack. So. Irgendwie hat es gerade vorhin hingehauen. Oder wollte es hinhauen. So. Schaut aber irgendwie alles doof aus, ne? Es sieht so richtig doof aus. So richtig doof, lalala, so doof aus. Schaut alles irgendwie so doof aus, lala, so doof, so unglaublich doof, lalala. Gefällt mir doch so besser. Ja, ich bin wählerisch, wie immer. Soll ja auch nach was ausschauen. Hoppla, super, schön, schön verdrückt. Wieder mal. So.
So, da hätte ich halt gerne im Eck oder so irgendwie so eine brennende Mülltonne. Nicht wegen der guten Luft, sondern damit die sich ein bisschen wärmen können. Das Bett muss ich halt hier hinbauen, ne? So. Das ist echt ein bisschen knapp bemessen, meine Lieben. Die Siedlung hier ist viel zu klein für 10 Leute, da hätten 8 locker gereicht. So, ein Bettchen noch. Ich glaube, das werde ich... Entschuldigung. Danke. Erste, ich komme mit meiner fetten Powerrüstung nicht anders vorbei. Entschuldigung. Die eine werde ich, glaube ich, hier hinbauen. Das... Oh Gottchen. Das eine Bettchen werde ich versuchen, hier hinzubauen. Da ist er zwar auch ein bisschen geschützt, aber ja. Wie gesagt, würde es brennende Mülltonnen geben? Vielleicht haben die Raider sowas. Als sonstiges. Eine brennende Mülltonne wäre echt super, aber ich fürchte, wenn ich da was von den Raidern aufstelle, kriegen sie nur einen Grausen und einen Schirren. Also, probieren wir es mal mit Dekorationen. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das so hinhaut. Nuka-Cola World. Eis, ja genau. Na, da ist nichts brennendes Deko-Material. Da, Feuerfass, da haben wir schon. Ein Feuerfass. Mir fehlt Öl. Ja. Auch für eine Kerze braucht man Öl. Auch für ein Lagerfeuer braucht man Öl. Ja. Natürlich. Alles, was Licht bringt, braucht man Öl. Käse. Na, was schubst denn du mich? Der hat mich geschubst. Was? Nein. Nein, du sollst das nicht wegtun. Ich brauche Öl. Bist du nicht? Ist irgendwo da... Ach, was soll's. Du, Gnädigste. Ich teile dich mal ein, ne? Weil ich so nett bin. Ich teile dich mal ein. Kann das einer allein bewerkstelligen? Tatsächlich. Der bewacht das sowieso schon. Echt? Der kann das allein? So viel ist das nicht? Schande. Na gut. Bitte. Wenn es so ist, dann ja. Bitte. Mach nur. Oder? Warte. Du mal. Die da oben auch? Na, dachte okay. Ich mir schon. Okay. Okay. Naja, supi. Wenigstens hatte ich schon mal was zum Schlafen. Und sie brauchen noch Schutz. Das bedeutet Schutz. So. Der braucht auch Öl. Ich habe aufs Öl vergessen. Ja. Nukleares Material und Glasfaseroptik würden die brauchen. Es ist nicht zufällig ein netter Händler vor der Haustüre. Nein. Was? Bis daher wird's gehen? Ich hab's nicht da schon verbarrikadiert. Ich hätte jetzt das alles als Platz haben können. Ernsthaft? Ich hätte das jetzt alles da bis hier rüber bauen können? Dein Ernst? Ich hätte ein hübsches Häuschen herbauen können? Dein Ernst? Wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich könnte das ganze Beet hier könnten wir hier anlegen. In dem Bereich. Und wisst was? Das mache ich auch. Das Wasser lasse ich. Hätte man eigentlich auch da draußen bauen können. Hier so. Vielleicht. Dann wäre hier echt schön Platz. Ich probiere mal was. Komm mit Wasser. Ich müsste zuerst den Kabel losmachen, habe ich gerade gemerkt. Entschuldigung. Also, Kabel. Du kommst weg. Ich will den Kabel weg haben. Tab. Ins Lager. Ja. So, komm mal mit hier. Hast du, wird das so funktionieren, wie ich mir das vorstelle? Oh, und wie?
Und wie, meine Lieben. Und wie das gehen tut. So, und jetzt so. Mit dem da. Na, wieso nicht? Achso, weil er zu weit hinten steht, ne? Ach, Menno. Weil er zu weit hinten steht. Ja, ich bin zickig. Ich stehe zu weit hinten. So, und jetzt? Würdest du jetzt gehen? Ja, jetzt geht er. Jetzt, wo das verbunden ist, können wir schauen, wie weit wir nach hinten gehen dürfen. Nicht weit. Okay, dann ist es besser, wir bleiben hier so. So. Na, komm. Naja. Dann bleiben wir besser so. Was? Dann haben wir den Chepagorn draußen. Dann können wir die Sachen nochmal mitnehmen. Dann können wir die super hier anpflanzen. Ja, super ist das. So, fangen wir gleich mal hier an. So. Das muss man ja wissen. Ich weiß sowas ja nicht. Dann kann ich hier nochmal so ein überdachtes irgendwas bauen. Und dann kann der arme Kerl da, die drei, die da hinten in den Matratzen im Regen haben, können da dann ja viel besser schlafen. Da, das ist ja super. Ja. Die Siedlungen haben unsere Raider beliefert. Supi. Naja, okay. Ich weiß, es ist nicht gerade supi. Entschuldigung. Würdest du das aufnehmen? Der arbeitet gerade dran, oder was? Arbeitest du gerade? Ich will nicht, dass du arbeitest. Ich will das mitnehmen dürfen. Hallo? Manchmal spinnt da was rum. Siehst du? Nimmst du mal? Nein. Würdest du bitte mal, dann nehmen wir halt, kann man das Ganze mitnehmen? Boah, schaut nicht so schlecht aus. Lalalala, lalalala. Ich stelle es mal kurz hier ab. So, zap, abstellen. Ach so, da ist der Klingenkorn dran. Aha, aha. Ach so, aha. Aha, aha, aha. Nur mal kurz. Klingenkorn, komm mit. Du kommst auch darüber. So. Eigentlich könnte ich hier im Action anfangen. So. Und so. Jetzt sieht der zweite aus. Na, oder? Na. Dann so halt. War, drehen wir ein bisschen. So. Und so. Ein bisschen noch. So. Jawohl. Dich kann ich eigentlich so schön mittig setzen. Jetzt so. Schau mal, wie das ausschaut. Die Erde. Die ist voll schön nass geworden. Schaut echt super aus. Sogar an das haben sie gedacht. Lehmiger Boden. Sauber. Das braucht man. So, den Mais. Entschuldigung fürs Umräumen. Ich hätte zuerst nachschauen sollen, aber mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Sage ich ganz, ganz ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet. So. So, schön den Mais hierher. Lalalala. So, du auch. Na, ich will nicht dich, ich will den da. So, du Unkraut, komm nur mit. Was? Das ist kein Unkraut. Stimmt, da habt ihr recht. Das ist eine wunderschöne Maispflanze. So. Eine wunderschöne, dienliche, nahrungsbeschaffende Maispflanze. So, du auch. Mann, ist das jetzt doof. Ach ja, je, ist das doof. Aber was soll's. So, warte, war's gerade gelb? Perfekt. Jo, das schaut schon noch was aus, oder? Mua. Ja, dann als nächstes der Flasche von der Kürbis. Der Flasche von der Kürbis. Jetzt hat er Platz. Willst du mich ein bisschen da schälen und so? Nur ein bisschen. Ah, habe ich mir schon gedacht. Kann man den? Na, der hätte gerade vorher... Na, so schaut es am besten aus. Jetzt lässt er sich anpflanzen, der Kerl. Was war denn das jetzt gerade? Schwing und weg. Lalalala, eine schöne Karotte. Lalala, der hat aber dann immer Platz, oder? Na. Aber hier so ein Beet entlang vielleicht. So mal eine. Zack. Lalalala. Lalalala. Und du auch. Lalalala. Lalalala. So, vielleicht noch. Da wollte ich eigentlich eine haben. Ja. Mitten im... Ja, das schaut ja aber auch doof aus, oder?
Geht sie hier nicht? Na, tatsächlich, die will im Schutt. Ja gut, die braucht den Schutt, da sind viele Nährstoffe drinnen. Für die Zukunft, wenn wir dann 200 Jahre, also wenn wir alle 200 Jahre älter sind, können wir uns gleich merken, ja, die Karotte will lieber im Schutt. Habe ich die jetzt mitgenommen? Nein. Nein. Wo ist denn die jetzt hin? Irgendwie fehlt die komplett. Lalala, lalala. Also gleich nochmal von vorne, die Karotte, ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir die hin platzieren dürfen. Ich glaube, die ist back. Die ist verbuggt. Schau, die ist gar nicht mehr da. Da soll sie sein, ist sie aber nicht mehr. Da liegt ein Messer, oder? Warte. Das tun wir verwerten. Stahl. Ich schau mal, ob die... Was ist da noch? Die Karotte ist buggy. Ich schwör's euch, die ist verbuggt. Mysteriös. So, dann tun wir noch mal schauen. Ressourcen. Futter. Fütterchen, da essen. Ich will noch eine Karotte, eine dritte wäre schön. Die hätte echt da Platz. Aber irgendwie sind die anderen beiden jetzt verschwunden, oder? Weißt du was? Ich will die lieber da drüben haben. Das ist mir nicht ganz suspekt, das Ganze. Ehrlich nicht. Komm her mal, Karötchen. Ja, komm da schön her. So, machen wir da unser Karottenfeld. So, und da noch eine. Super! Flaschenkürbisse haben wir genügend. Diese Beere hat die ganze Zeit gefehlt. Mistverdammter, da wäre jetzt da die Wand gut gewesen. Aber ist wurscht. Wir machen das einfach so. Einmal. Zweimal. Mehr haben wir nicht. Okay. Kommst mal her da. Stellen wir dich daher. Das ist ein bisschen hübscher, alles zusammen ausschaut, würde ich sagen. Und den Krautwaschel, den stellen wir. Bitte was? Ja. Den Burschen stellen wir daher. So, einmal. Und die anderen beiden könnten wir eigentlich holen gehen. Dann könnte ich hier noch ganz fix versuchen, noch ein Dach herzubauen und einen Holzboden. Vielleicht können wir die dann besser. Ja, die arbeiten gerade so brav, ne? Entschuldigung, ich nehme das mal weg. Gleich beinhart weggenommen. Da gibt's keine Gnade, weg damit. So. Da so her. Und den dritten auch noch. Dann haben wir da hinten wunderprächtigst unser Feld. Und hier haben wir super Platz noch, um eine kleine Hütte bauen zu können. Wo vielleicht eventuell rein zufällig 3 oder 4 Betten Platz haben. Das wäre so toll. Wenn wir sie wenigstens nebeneinander hinstellen könnten, wäre schon super. So, alles weggenommen. Der arme Teufel da. Dann haben wir alles weggenommen. So, passt. Da können sie jetzt arbeiten. So, wir können hier arbeiten. So, nein, so ist das nicht in die Werkstatt geben. Was ist denn das? Was denn für ein Klingenkorn? Ha, voll buggy. Aber volle Hüttenbuggy. Hoffentlich kann ich jetzt da was hinbauen. Ist jetzt ja auch nicht gerade so sicher, ne? Also Fertigschichteln. Haben wir da etwas halbwegs. Boah, etwas halbwegs Vernünftiges. Boah, das schaut gar nicht mal so unvernünftig aus. Aber ob man das. Oh wow, das wird sich echt ausgehen. Boah, das wird sich echt ausgehen. Aber es ist ein bisschen klein, ne? Das hier wäre schon praktischer. Aber ob man das, ich baue mal, ich weiß gar nicht. Ob das nicht hässlich ausschaut. Mit so einem Riesenteil. Aber da würden sich wahrscheinlich 2 Betten ausgehen. Warte mal, ich probiere mal was. So, weg mit dir. Komm her, Schnucki. Na, was hebst denn du da auf? Das ist voll buggy gerade. Klingenkorn, da ist kein Klingenkorn.
Vielleicht sollte ich es auch so probieren zu drehen. Na, das passt so besser. Aber dann kann der arme Kerl da gar nicht mehr rausschauen. Kann man dieses Teil da nicht verschrotten? Dieses Metalldingens da? Na, ne? Was? Der scheiß Klingenkorn. Wand und Dach. Wand und Dach. So wäre es halt schön, wenn wir das irgendwie hinzimmern könnten. Na, es wird schon geschossen. Und das auch noch scharf. Das schaut dir echt nichts gleich. Mais, verschwinde. Und da wird er nur höher, ne? Ich muss das nochmal zerstören. Ja, das ist zu groß. Das ist leider viel zu groß. Ich fürchte, mit dem hier wird es nicht besser. Aber ich müsste es fast mal probieren. Es wäre halt groß genug für, wenn ich es gut mache, 2, 3 Betten. Wenn ich es perfekt mache, für 4 Betten. Das geht sich halt echt nicht aus. Die Kacke. Du Klingenkorn, ich werde dich gleich in die Tonne hauen. So, das ist keine leere Drohung. Das ist auch viel zu groß, ne? Und sowas hier? Ach du liebe Zeit. Das passt alles irgendwie nicht zurecht, ne? Doch, das wird gar nicht so schlecht passen. Was bist du eigentlich für eine Wand? Okay, du hast nur da hinten was. Wenn ich jetzt da ganz so machen würde, ein bisschen schief vielleicht noch, dass man gehen könnte. Na, schief ist nichts gut. So, irgendwann war es jetzt mal gelb. Ich probiere es mal. Man kann eigentlich hier weiter, ne? Ja. Man kann hier, ich werde jetzt einfach mal da hinten. Stehen die voll im Regen, die Armen. Und der Part ist auch schon wieder lang vorbei. Lange ist's vorher, lange ist vorbei. So, ich probiere es einfach mal so. Die erste arme Sau hat mal was Gescheites. So. Der zweite, Bramim, du stehst im Regen, ich weiß. Bist mir sicher auch beleidigt, was wir machen. So, zwei gehen sich aus. Ach, ja. Zwei gehen sich nur aus. Naja. Naja. Und wenn ich hier noch probiere, ganz schnell, ich probiere noch schnell was, ein Dach anzubringen. So als eine Art Verlängerung. So vielleicht. Noch eine geht sie nicht aus, ne? Na. Mit einer Wand vielleicht. Mit einer Wand vielleicht. Ah, da brauche ich einen Holzboden auch, ne? So. Mit einem Holzboden. Ich probiere das noch ganz schnell. Könnte ich hier noch sicher 2 Betten herbringen. Dann hätten wir es geschafft. Dann wären wir hier eigentlich so gut wie fertig. Ich weiß, es schaut nicht schön aus. Ich weiß. Es gibt definitiv schönere Geschichten, aber was soll man machen? Die Siedler hier haben echt kaum Platz. Und es sind 10 Leute. Ich meine, wie gesagt, das habe ich eh schon erwähnt. Ich finde das ein bisschen grob. Ganz ehrlich gesagt, ich finde es grob. Vom Platz her jetzt, der ihnen zur Verfügung steht. So, vielleicht kann ich es noch ein bisschen nachstellen. Nö, muss so bleiben. Da können sie wenigstens so noch vorbeigehen, ne? Und hier kann noch einer pennen. Wo ist die eine Matratze? Der da, da, da. Der tut mir leid. Jetzt haben sie wenigstens einen Holzboden drunter. Und hoffentlich verkühlen sie sich da nicht so sehr. Nicht allzu sehr zumindest.
Jetzt da, sag einmal. Herrschaftszeiten. So. So, vielleicht. Vielleicht kannst du doch noch ein kleines Stück. Ich will aber nicht. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass du nicht willst. Dann halt nicht, du stures Ding. Dann lassen wir es eben so. Schutz fehlt noch, verdammt. Warte, ich baue da oben noch ganz schnell ein Geschützturm. Ach, da fehlt mir Öl, ne? Da war ja was. Ja, da fehlt mir Öl. Kommt immer fort Öl. Mist, das werden wir dann im nächsten Part machen. Noch ganz auf die Schnelle. Ich hole das Öl schon mal her. Bauen dann im nächsten Part ganz, ganz schnell irgendeinen Geschützturm oder sowas auf. Ein Laserdingens wäre am besten. Und ich würde sagen, das war's dann. Hier vielleicht noch eine Tür hin, dass sie hier ein bisschen mehr geschützt sind. Und ich glaube, das passt dann so. Würde ich hoffen, würde ich meinen. Da oben, wenn wir so einen Ballermann hinstellen, dann müsste es schon reichen eigentlich. Na prima, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!